Bei dieser Differentialgleichung können wir alles in y auf eine Seite des Ist-Zeichens setzen und alles in x auf die andere Seite. So. Deshalb sagt man, diese Differentialgleichung sei mit trennbaren Variablen. Jetzt reicht es, beidseitig die Stammfunktion zu berechnen. Und diese zwei Stammfunktionen sind gleich einer additiven Konstante nah, Konstante, die ich hier C1 nenne. Jetzt berechnen wir beidseitig diese Stammfunktionen, finden selbstverständlich y2/2 und x2/2. Und diese Gleichheit kann jetzt noch mit 2 multipliziert werden. Dann erhalten wir hier y/2 gleich und hier x/2 plus 2 mal diese Konstante C1. Die Konstante 2 mal C1 nenne ich hier C. Und jetzt brauchen wir nur noch das Quadrat auf die andere Seite zu setzen und erhalten so die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung. Y gleich plus minus Quadratwurzel von x² plus c.